Jo Leute, damit willkommen wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Ich zeige euch heute wie immer, was in den Shop reinkommen wird und wir gehen direkt mal auf den Shop drauf, denn der Shop ist auch schon in 9 Sekunden da und dann mal schauen, was da reinkommt. 3, 2, 1 und der neue Shop ist da. Flash-Paket ist immer noch hier. Throne Legacy, die Sachen sind auch noch hier, okay. Und wilde Herzen immer noch hier, okay, okay. Aber die Sachen, die gestern rausgegangen sind, sind auch weiterhin weg. Okay, hier ist nochmal euer Spinnpaket. Das ist echt lange hier, muss ich sagen. Aber mal schauen, was oben ist. Und es gibt neues Emote. Okay, und zwei TikTok-Emotes zurück. Okay, nice. Lasst an der Stelle aber erstmal gerne ganz kurz ein Abo hier, falls ihr neu da seid, um kein Shop-Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, fangen wir hier mit den Emotes an. Einmal gibt es den Jabba-Rhythmus. Sehr, sehr cooler Tanz hier mit dieser Musik vom Rapper. Und dann gibt es auch noch hier Los Mufasa. Ist hier dieselbe Musik, halt hier mit dem anderen Tanz, auch mit Fortbewegung. Zwei sehr coole Tänze, auch nochmal hier zurück nach einem Monat. Ansonsten gibt es daneben einmal die Wiki zurück. Der Skin ist auch ganz okay, hat sehr viele Stile und die hat auch hier ein integriertes Emote. Und damit kann man halt die Stile hier in-game wechseln. Finde ich ganz nice. Und dann gibt es einmal noch die Schnuraxt, auch mit den ganzen Stilen. Ist auf jeden Fall heute auch nach einem Monat zurück. Dann gibt es einmal den Echo-Skin und auch dieser ist hier nochmal zurück im zweiten Stil. Und hier noch mit dem Rückenteil, da wird einfach hier die Farbe einfach komplett umgekehrt. Ist ganz okay. Dann gibt es einmal noch dazu die Zwielichtsicheln, auch hier im zweiten Stil noch. Und dann gibt es auch noch den Echo-Jet, auch hier im zweiten Stil, wo die Farben umgekehrt sind. Und dann gibt es auch noch hier die Lackierung Echos. Alles heute nochmal zurück, nach einem Monat. Und das sind auch schon die vorgestellten Gegenstände, mehr gibt es heute gar nicht hier. An der Stelle wie gewohnt gerne ganz kurz unterstützt einen Quetter klicken und den Code Detour eingeben. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und dann gehen wir jetzt schon zu den täglichen Sachen. Und hier vorne gibt es einmal die Gaunerin. Und auch die ist nochmal nach einem Monat zurück. Ist wirklich sehr, sehr oft im Shop. Finde ich auch ganz nice, ehrlich gesagt. Sehr, sehr cooler Skin. Hier nochmal mit einem Rückenteil. Und ansonsten gibt es die Zündkerzenkünstlerin. Auch nochmal zurück, sehr, sehr alter Skin, damals ja von Junk Junction. Ich denke mal, ein paar Leute sollten das noch kennen. Hier noch mit dem Rückenteil und die ist auch nach einem Monat zurück. Dann gibt es einmal das Musikstück Marathon. So hört sich das an und ist wirklich verdammt selten. Das ist heute nämlich zurück nach 413 Tagen, also über ein Jahr her. Ist auch wirklich sehr, sehr nice. Kenne ich sogar noch. Ich glaube, es gibt es auch hier bei dem Tanz, ist hier abgebildet. Ja, 413 Tage her, sehr selten. Und hört sich ganz nice an. Dann gibt es einmal Glitter darunter. Nochmal nach 2 Monaten zurück. Mit sehr, sehr coolen Effekten hier. Und dann gibt es ein neues Emote. Und zwar auf die Plätze. Für nur 200. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ja, ich verstehe schon. Sehr, sehr nice. Für 200. Sieht das ganz cool aus. Ja. Finde ich. Sehr nice. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ja. Verdammt cool. Dann gibt es einmal noch Restlichkeit. Ist nach einem Monat zurück. Und ja, der gönnt sich hier die Marshmallow, die verbrennen. Auch ganz lustig. Ansonsten hier, wie gesagt, der Flash-Skin ist noch hier im Paket. Auch wirklich ein sehr, sehr krasses Set. Hier mit dem Emote, was wirklich ultra krass ist. Hier noch mit dem Ladebildschirm. Kann man sich auch nochmal einzeln tun alles. Und hier Throne Legacy und die restlichen wilde Herzen-Sachen sind auch noch da. Und das war's hier mit dem Shop.